Hier zu sehen ist eine französische Pendulenuhr. Ich habe sie schon vor etwas längerer Zeit auf einem Trödelmarkt erstanden. Hatte aber ganz ehrlich noch keine Zeit und vor allem noch keine Lust, diese vorzustellen. Also mache ich das einfach jetzt mal nachgeholt. Ja, es ist einfach eine ganz klassische französische Pendulenuhr, kennt man aus guten Häusern. Und ja, entstanden ist sie wahrscheinlich so um 1850 plus und minus. Es kommt halt ganz drauf an. Wie viele Uhren hat die einen Halbstundenschlag auf eine Glocke? Ist ja auch nichts Neues eigentlich. Das Ziffernblatt ist noch relativ gut in Schuss. An den Aufzugslöchern sind natürlich Abplatzungen. Ist aber normal, denn das Ziffernblatt ist aus Email und mit der Zeit ist es halt etwas poröser geworden und dadurch auch etwas brüchiger. Aber Haarrisse hat dieses Blatt noch nicht. Auch von außen. Das Messing ist noch recht gut erhalten. An der Seite hier nette kleine Griffe, wo man die Uhr mit transportieren kann. Ich vertraue denen nicht, obwohl es auch gutes Material ist, hebe ich die Uhr lieber am ganzen Körper an, als nur an diesen beiden Haken. Ja, natürlich lasse ich sie auch mal schlagen, dass man den Schlag auch mal hört. So, jetzt hat man es mal gehört. Und jetzt versuche ich mal das Uhrwerk zu zeigen, was bei dieser Uhr nicht ganz so schwer, ganz so leicht ist. Na doch, ich habe es relativ gut aufbekommen. Ja, man erkennt typisches Werk. Ein bisschen ranzoomen. Kamera dann scharf stellt. So. Ist ein typisches französisches Werk. Hat keine Fadenaufhängung mehr. Also ist schon etwas neuer. Auch von hinten noch recht gut erhalten. Natürlich mit der Zeit angelaufen. Was will man denn auch bei so einer Uhr noch erwarten? Immerhin sind die schon älter als unsere Vorfahren. Hier das originale Schutzpapier ist auch noch erhalten. Leicht abgekratzt, aber dennoch noch erhalten. So ist das Uhrwerk auch noch relativ gut erhalten. Es läuft noch rund. Der Schlag auf die Glocke ertönt noch regelmäßig, also da bräuchte man eigentlich jetzt nicht viel machen. Irgendwann muss man sie natürlich auch mal überholen, aber noch ist es bei der Uhr gar nicht so nötig. So. An den Muster ist noch alles soweit in Ordnung. Nur ein kleiner Fehler ist zu sehen, da der Mann, der Gehstock, ich hoffe, man kennt das jetzt, hier, das ist abgebrochen. Aber wenn man das sieht, von weitem erkennt man das sowieso nicht. Und ich möchte es jetzt eigentlich auch relativ, ich finde es auch nicht so schlimm, ich würde es auch nicht so gern ersetzen. Weil das einfach eine alte Uhr ist und ich würde sagen, dass man das einfach so lassen soll. Ja.
Das war's auch wieder zu diesem Video hier. Bald kommen noch, muss ich kurz zählen, 1, 2, ja, um die 2 bis 3 Videos hier aus meinem Uhrenzimmer, sage ich jetzt mal. Natürlich auch Glockenvideos, also davon mal abgesehen. Manche wissen noch Bescheid, ich habe eine Liste gemacht, wo man das erkennen kann. Ja, aber das war's jetzt erstmal von meiner Seite. Ich lasse jetzt nochmal schlagen. Und ich sag schon mal Tschüss.